herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen heute wieder einen neuen Run mit Isaac. Gucken mal, was dabei rauskommt. Ah, Goldraum. Polyphemus. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht, der Run jetzt von Anfang an. Also Polyphemus ist schon ein schönes Item. Haben gleich sehr viel Schaden. Webbrowser brauchen wir wieder Platinum Gott. Moment. Platinum Gott. Da ist es. Isaac Cheat Sheet. Für das? Super. Jetzt kommen wir fünf die spielen. Ja, wieder neuer Run. Neuer Run, neues Glück. Könnte man sagen. Gucken, ob wir dieses Mal abrecken, vorher, bevor wir mal besiegen. Oder nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt das nicht, weil dann haben wir wenigstens mal minimal. Na, immerhin. Das ist eigentlich dummer, dass ich das Ganze hätte. Toll. Ich könnte mir... Ne? Hab ich so eine Abneigung gegen entwickelt, gegen diese Viecher. Ich weiß nicht mal warum, die sind einfach kacke. So. Okay, muss man gerade Geld heraus. Nehmen das. Das war nicht dumm, jetzt auch wieder. Mom's Pad. Leertasten-Item. Gucken wir kurz nach, was es macht. Mom's Pad. Was zum Teufel ist das? Da. When used, cause all enemies to run. Okay. Also jedes Mal, wenn wir es benutzen, rennen die Gegner vor Isaac ein bisschen weg. Okay. Klingt interessant. Kann man bestimmt schön nutzen. Ob es auch beim Boss funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Weil es auch schon... Naja, das setzen wir jetzt noch nicht an beim Boss. Das war einfacher als wartet. Na, komm, springst du in die Luft. So. Aua. Warum müssen ja nicht mal mir wehtun? So. Widow. Ja, also es hilft auch bei den Gegnern. Bei den Bossen. Wir machen aber schon ordentlich Schaden. Also der Schaden ist schon echt nicht scheiße jetzt gerade. Latch Key. Ah, Schlüssel. Ich überlege gerade, wie wir jetzt am dümmsten vorgehen. Okay. Geh weg. Ekelmade.
wie so ein Spuckraum hier. Das übersteuert zum Glück überhaupt nicht. Das klingt wie diese extremen Bassgeräusche in diesen Ultra-Bass-Cars von den Amis. Okay. Lucky Dime ist es, glaube ich. Oder was ist das? Moment. Das ist auf jeden Fall ein Trinket. Rebirth da. Counterfeit Penny ist es wieder. Okay. Also die Idee, das aufzuheben, wäre schon cool. Könnte mal aufhören, sonst ist der Run gleich zu Ende. Ach und übrigens, nur ein Run pro Folge. Sprich, wenn wir vorher sterben, dann ist die Folge auch zu Ende. Dann mache ich auch keinen zweiten Run dahinterher. Ja. Was ein Scheiß. So ein Scheißdreck, ey. Gerade noch davon geredet. Nun gut, soll es jetzt hier gewesen sein. Machen wir die nächste Folge gleich noch im Anschluss. Ah, die kommt dann. Ja, mal gucken. Geht von dannen.